So, heute mal zum Sonntag. Ich wollte ja eigentlich anfangen, wieder kurz vor der Saison oder zur Saisoneröffnung, hatte ich mir eigentlich gedacht, so fängst du mal wieder an, machst du jeden Freitag nochmal eben ein kleines Video mit ein paar Biker-Tipps zu den verschiedensten Themen oder auch mal ein paar Fassungen vorstellen. Ja, dann hatte man gehofft, dass das Wetter ein bisschen schön ist zum Wochenende, dass wir eine Tour machen können, aber das fällt ja nun flach, ist doch noch ein bisschen kalt und auch nicht so ganz gemütlich. Also hatte ich auch noch Freitag die Hütte voll, Samstag dann auch noch, sodass ich mich heute nochmal Sonntag in der Firma aufhalte, um ein paar Sachen aufzuarbeiten. Und da habe ich mir gesagt, dann machst du jetzt mal eben schnell ein Video. Eines vorweg, ab sofort könnt ihr bei mir hier auch natürlich die Motorradszene und die aktuelle Ausgabe vom Kradblatt immer aktuell abgreifen. Hier vorne im Vorraum, sozusagen kontaktlos auf dem Stehtisch, könnt ihr gerne reinkommen und euch diese Ausgaben jeweils rausholen. So, und dann würde ich ganz gerne heute mal meine Serie wieder starten. Und zwar möchte ich euch im Laufe der nächsten Wochen verschiedene Kollektionen vorstellen, verschiedene Brillen, die wir zum Biken tragen können, die wir so in der Freizeit vielleicht auch mal tragen können oder was auch immer. Heute geht es um eine Serie, die nennt sich Leader, kommt ursprünglich aus den USA. Erfreulicherweise kommt man im Moment da doch noch relativ gut dran und ich habe einige Modelle davon hier im Hause. Die möchte ich euch einfach mal zeigen. Also das Schöne an der Leader ist, dass es also einmal eine Bikerbrille ist, so wie ihr es kennt, schön durchgebogen, alles Paletti, auch schön dicht, jeweils immer entweder hier in Carbonfarben oder in Grau, Anthrazit, der Rahmen oder dann eben auch in Schwarz, je nachdem wie ihr es mögt. Und liegt sehr gut an, passt super unter den Helm, zumal sie hier hinten im Bereich noch die Leader, zeige das mal hier, eine silikonbeschichtete Oberfläche haben. Das heißt, damit hält die Brille, auch wenn ihr sie in den Helm reinschiebt, relativ gut am Kopf. Ist zudem aber auch noch, wir nennen das kalt anpassbar. Das heißt, wenn man so ein bisschen drückt und die Brille vielleicht mal so tragen möchte, ich habe das jetzt mal extrem gemacht, so ein rechtwinkliges Ohr hat natürlich keiner von uns, aber um das mal zu zeigen, kann man die also auch noch relativ gut selber so ein bisschen anpassen, wenn man einfach sagt, ich hätte gerne Bikerbrille, die ich aber auch so in der Freizeit noch tragen kann, am Strand oder zum Beachvolleyball oder ganz einfach zum Laufen, zum Radfahren. Das alles geht mit der Leader hier genial. Wir haben alle im Endeffekt hier auch nochmal Nasenstich aus Silikon und vor allen Dingen weich, passt sich also sehr gut an oder eben auch Beachvolleyball oder sonst was, wenn man da mal einen drauf kriegt, ist das gar kein Problem. Die Brille erzeugt also nicht gleich eine riesen Druckstelle auf der Nase dabei. Und noch ein kleines Giveaway dazu. Bei jeder Leader gehört so ein Sportband dazu. Das wird einfach hier hinten, kann man glaube ich erkennen, die haben so kleine Löcher drin, die Leader. Da klicke ich das rein auf beiden Seiten und schon habe ich fast den Effekt einer Sportbrille. Entweder kann ich sie so runterhängen lassen oder das Schöne eben, ich kann sie hier hinten stramm ziehen hinterm Kopf, so dass das Teil dann also richtig stramm am Kopf sitzt. Kleines Giveaway bei allen Leaders dabei. So, was ist jetzt das Besondere an der Leader? Wir haben ja sonst immer die Situation, dass wir eine Bikerbrille haben, die sehr stark durchgebogene Gläser hat. Das heißt, wir nennen das immer Gläser mit Kurve 8. Dafür gibt es hier so ein Kurvenmesser, so ein Kurvenlineal. Da kann man sehen, da sind die einzelnen Kurven drauf abgebildet. Das heißt hier also die stärkste Wölbung ist eigentlich Kurve 8. Und das haben die meisten Bikerbrillen, weil sie vom Glas her ebenso gebogen sind. Das sieht man hier vielleicht auch an der Leader. Die hat also hier, wenn ihr mal genau drauf schaut, dieser graue Bereich, das ist der Fassungsrand. Das entspricht also ziemlich genau der Kurve 8. Da haben wir sie, Kurve 8 oben der Rand. Damit ist also gewährleistet, dass die Brille sehr schön anliegt. Der Clou dabei ist aber, wenn ihr hier seht, da ist eine Kante und da seht ihr das Brillenglas drin. Das Brillenglas hat jetzt also nicht die Kurve 8, sondern das ist das Schöne, das Brillenglas, da kann man jetzt schlecht draufdrücken, deswegen habe ich mal ein Glas rausgenommen. Das Brillenglas an sich hat dann nämlich nicht die Kurve 8, wie wir es sonst vielleicht erwarten würden, sondern das Brillenglas hat ganz normal die Kurve 6. Also ein ganz normales Brillenglas. Was heißt das?
Ich kann alle Lieder, egal welche ich nehme, zum Beispiel auch diese große hier, das ist nochmal ein großes Modell, seht ihr auch ganz in schwarz, recht cool gemacht, immer die gleiche Situation. Oder eben auch hier ebenfalls nochmal ein großes Teil, richtig rechteckig gefertigt. Das geht auch. Oder hier habe ich sie dann mal raus, nochmal die Gläser rausgenommen. Daran kann man es nochmal wieder sehen, in schwarz, komplett glänzend. Hier also Kurve 8 und hier vorne das Glas, was da eingesetzt wird, hat Kurve 6. Jetzt wollte ich sagen, was heißt das eigentlich, Kurve 6 dann? Kurve 6 heißt für euch, dass wir kein spezielles Brillenglas brauchen mit Kurve 8, was oftmals ja auch vom preislichen her deutlichen Unterschied hat zu den normalen Gläsern, sondern wir können ein ganz normales Brillenglas da einarbeiten und da die Brillen auch von der Form her nicht so weit rumgehen vom Glas, das sieht man ja hier, denn hier ist schon wieder gleich geschlossen, komme ich damit also auch mit kleineren Durchmessern klar. Das heißt also ideal auch für jemanden, der höhere Werte hat, da kann man sowas dann also auch genial verarbeiten. Und noch ein kleines Sache, die auch einige Lieder haben, hier zum Beispiel die Cruise. Das ist eine etwas kleinere Brille, nicht unbedingt geeignet für Gleitsicht, da braucht man also eine gewisse Höhe vom Glas her. Aber die Cruise hat zum Beispiel hier einen Einsatz drin, der gepolstert ist, kann man hier sehen, den kann man dann auch rausnehmen, aber eben gepolstert, so dass ich hier also auch nochmal eine Luftzirkulation hinter habe. Andererseits hier auch nochmal schön abgepolstert mit Schaumstoff und eben auch super elastisch und schön eng anliegend. Ja, also das eine Möglichkeit, die eventuell interessant ist für einige von euch. Wie gesagt, einfach mal merken, gibt es sogar übrigens, wer da drauf steht, ohne weiteres auch in Carbonoptik machbar. Seht ihr hier nochmal. Also auch das, Lieder vom Feinsten. Und auch hier einstellbare Stege. Hier hinten kann man also auch die Stege nochmal nachbiegen. Ja, das war mal eine Serie, die ich euch einfach zeigen wollte. Wie gesagt, das Schöne daran, schön eng anliegend. Und ich kann ein normales Brillenglas einarbeiten, so wie ihr es gerne haben möchtet. Bei den Brillengläsern übrigens für diese Saison natürlich alle möglichen Farben angesagt, aber eben auch so etwas kommt jetzt wieder ganz stark, nicht nur bei Sportbrillen, sondern eben auch in Bikerbrillen. Einige finden das ganz cool, mal ein silbernes Glas da zu haben, eine silberne Verspiegelung. Oder für die Frauen, für die Bikerin auch mal ein Rosé oder ein Blau oder ein Gold verspiegelt. Alles das ist machbar. Ich bin gerade dabei, ein schönes Preissegment dafür zu erstellen. Das heißt, ich werde mich gleich nochmal ins Büro begeben und dann nochmal ein bisschen durchrechnen, dass ich euch wirklich schöne Preise anbieten kann für die Saison. Und ich hoffe doch tatsächlich, dass wir dann so in 14 Tagen oder spätestens zu Ostern das Bike dann aus der Garage oder aus dem Winterschlaf erwecken können. Vor 14 Tagen war es ja schon mal so, aber jetzt könnten wir es alle gebrauchen. Und insofern warten wir einfach mal ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Schönen Dank, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da oder besucht mich einfach mal bei Facebook unter Shopperbrillen oder natürlich gerne auch auf der Homepage. Ich habe immer ein paar Neuheiten dabei und ihr seid selbstverständlich immer gerne willkommen, auch nur einfach mal euch hier den Biker-Bereich in Oldenburg anzuschauen. Das war's. Schönen Sonntag noch. Tschüss, sagt der Jörg von Shopperbrillen.